Moin Leute, willkommen zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator Folge 31. Ja, ein paar Folgen gehen nicht, versuchen wir jetzt wieder hinzukriegen und ja, wir spielen Multiplayer, wie immer mit Marc. Ja, von mir nochmal ein herzliches Willkommen, ja, zur Folge 31 von LS15. Ja. Wir machen jetzt weiter mit dem, was auch immer wir gemacht haben zuletzt. Also Marc, du musst der Grubber, ne? Genau, Grubber mal schön weiter, Marc. Und ich werde in der Zeit schon mal anfangen zu düngen. Ihr wart jetzt nicht alles gegrubbert. Was habe ich zuletzt nochmal gemacht? Scheiße, weggefahren. Gut. LS ist zu laut immer hier drin. Ich muss nochmal im Mixer was einstellen, aber die Folge muss ich jetzt erstmal durchhalten. Ja, Alter, ja, Mischpult echt geil, aber Motor reden wir jetzt? Weiß ich nicht, du wolltest irgendwas über Watchdogs reden. Nein, noch nicht. Ja, heute mal nicht nur Marco und ich. Nico ist auch noch hier. Sitzt neben mir. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Weil ich hab ja Headset, aber. Ach ja, bei Headset, da fällt mir was zu ein. Bei meinem Headset ist das Mikro abgebrochen. Das heißt, ich habe jetzt das Ersatz-Headset rausgekramt. Irgend so ein Callcenter-Ding. Total kacke eigentlich. Alles ist total falsch eingestellt und so, also es wird sich nachher das Video wird viel zu laut sein, wahrscheinlich die Tonspur von LS. Und ich, naja gut, die Audioqualität von mir wird vielleicht ein bisschen besser sein. Ich muss mir jetzt ein neues Headset kaufen und neuen Xbox 360 Controller. Den letzten hat es gestern nach hat es heute Morgen um 3 gehimmelt, als ich mit Kevin Watch Dogs gezockt habe und dann den Controller auf den Tisch geknallt habe. Es sieht aus wie neu von außen, auch von innen ist ein Vibrationsmotor abgefallen. Ist aber nicht schlimm, ich meine, wir brauchen die Dinger schon. Warte, Marc, ich grubbe weiter und du pflügst, okay? Okay. Ich hasse Pflügen so sehr, als lass ihn von Marc machen. Naja, du wirst es nicht mehr hassen, wenn wir mal einen größeren Flug haben. Dann werde ich noch halb hassen, weißt du? Das würde ich nicht sagen, es geht viel schneller. Ach, das ist mir auch klar. Also ich wäre endlich mal froh, wenn wir andere Tätigkeiten machen könnten. Ja, Marc, da wärst du wirklich froh, aber ich kann dir sagen. Ja, Vorsicht schlieren. Ich kann dir sagen, dass das nicht so wirklich. Na, ich will ja nicht das Gewicht senken. Ich meine, es wäre schon schön, endlich mal was anderes zu machen, ja. Zum Beispiel. Wir können es eh nicht machen, weil wir dürfen ja in erster Linie gar nicht erst cheaten und so was machen. Ja. Und wir können auch nicht anders in irgendwelches Geld kommen. Ja, wir spielen hier komplett ohne Mods. Ich meine, Viehzucht können wir auch noch nicht betreiben. Hühner könnten wir kaufen, aber ansonsten ist besser alles. Ah, komm, sonst kann man sich ewig über Zeug unterhalten. Denkt mal irgendwas Schlaues aus. Irgendwas, was dich aufregt. Ja, ich weiß noch nicht, wie unser Kontostand momentan ist, aber wahrscheinlich nicht sehr hoch. Ach ja, hast du mal gehört? Der Plan, den Griechenland hatte, falls wir denen kein Geld geben, die wollten ihre eigenen Banken überfallen. Der Staat wollte eigene Banken überfallen. Guck dir das mal an, Alter. Das ist. Na, schon gesagt, wenn es rauskommt, streitet er es einfach alles ab. Verrückt, ne? Irgendwie schon. Na, es ist Griechenland, da kann man alles von erwarten. Du hast so scheiße gegrubbert, Marc, weißt du das? Ja, das lag daran, weil ich da Videos hochgeladen habe. Oh, Marc, ich hab doch gesagt, lad keine Videos hoch, wenn wir Let's Plays machen. Aber sie müssen halt irgendwie hochkommen. Ja, aber danach hast du den ganzen verdammten Tag Skype, bist nicht auf Skype, nicht online, zockst nicht mit mir, also da hast du theoretisch alle Zeit der Welt dafür, oder? Was hast du den ganzen Tag am PC? Ja, siehst du, können ja auch Leute mal drunter leiden, dass du Videos hochlädst.
und nicht immer das Let's Play und das alles dann schief ist und so. Ich habe mal Videos hochgeladen, Let's Plays gemacht, du weißt, was bei rausgekommen ist. Ja, das ist halt so und ich meine, es dauert halt auch nur mal lange, bis halt mal so eine Folge hochgeladen ist. Ich lade die über Nacht hoch, weißt du? Ja, bei mir auch, bei mir hat's auch mal Nächte gedauert. Dann machst du auch mal in Nächten und Tagen machen, du hast dann keinen Menschen interessiert. Ich werde euch ein Video reinmachen, oder? Was meinst du, wie lange laden 7 GB hoch? Dürfte schon eine ordentliche Zeit sein. Ja, du musst halt nur ein PC auf Energiesparen einstellen. Nein, muss ich nicht. Jetzt haben wir was ich dir erklärt habe, falls du pausieren willst, zwischen den Videos hochladen. So meinte ich das eigentlich. Pausieren, ohne dass dein Fortschritt weg ist. Na gut, außer du willst Strom sparen. Ich habe meinen PC auf Leistungsmodus. Auch wenn es irgendwie keinen Unterschied macht. Alle denken, was macht einen Unterschied, aber es macht eigentlich nur, dass der Prozessor dauernd auf Power bleibt. Und sich nicht runtertaktet. Bringt eigentlich so gut wie gar keinen Vorteil, aber im Vergleich zu dem, was alle Leute denken. Übertakten bringt was, aber es geht bei vielen gar nicht. Ich mach's ja meistens immer so, dass ich lass den Laptop halt aufgeklappt. Musst du sowieso. Stellen dann meistens immer in so eine Ecke rein. Ja. Lass ihn hochladen. Ja, dann lass ich ihn halt über Nacht so hochladen und ja. Und wenn ich dann meistens morgens nachschaue, ist es dann meistens hochgeladen. Wie viele Videos tust du in die Liste rein? 5, 6. Geiles Internet. Ich muss mich auch irgendwie ranhalten. Ich meine, Videos müssen auch hochgeladen werden. Aufgenommen werden müssen sie auch. Jetzt muss ich bald mal in Technik laden. Neues Headset kaufen. Und vor allem neuen Controller. Weil das ist ja scheiße, irgendwelche Spiele, wo der Controller vibriert, damit zu zocken. Ja, das geht einfach problemlos, kann ich jetzt nichts dagegen sagen, aber Spiele, wo es vibriert, zum Beispiel Watch Dogs oder COD oder so, da fühlt sich scheiße an, weil der schwere Motor ist hin. Der leicht vibriert geht noch. Wir könnten aber PS2 Sachen aufnehmen mit einer Game Capture. Also Game Catcher, sondern ich habe einen Grabber gefunden, so ein uraltes Ding. Kann man mal Ratchet & Clank aufnehmen. Ratchet & Clank Battle. Diese Organisation, Marke. Ja. Fahr doch mal geradeaus. Eine ganze Menge Zeug zu besorgen in der nächsten Zeit. Das wird teuer. Marc, schnell, schüttel den Gesprächsthema aus dem Ärmel. Wir brauchen dringend eins. Ach ja, wir müssen unbedingt mal was bauen, ne? Ja, Marc, dann musst du auch mal den ganzen Tag lang online sein und nicht nur morgens. Am besten, wenn keiner da ist, was jetzt aber bald rum ist. Gras? Ah, das ist Dünger, okay. Ich dachte schon. Sag nichts dazu. Ja, wie gesagt, ob wir in Watch Dogs die ganze Kampagne schaffen, wissen wir noch nicht. Die müssen wir schaffen, Alter, und zwar so schnell wie möglich. Ich will nicht unbedingt wieder in Watch Dogs rumbügeln wie früher. Ist total langweilig, finde ich. Vor allem hat Kevin viel mehr Fähigkeiten als ich, weil, ja. Das ist ja scheiße. Sonst hätte ich so viele Fähigkeiten gehabt, indem wir Granatenwerfer in die Luft sprengen können und so ein Zeug. Was kann ich gar nicht momentan. Also müssen wir reinhauen. Fahr!
wird eine Riesenarbeit. Ja, warum Stutzi nicht da ist, weiß ich auch nicht. Nicht unser Problem. Weil du weißt, der verursacht immer ein Rauschen in Videos, weil er wieder einer, weil er einer von diesen Laptop eingebauten Mikrobenutzer ist. Schreckliche Leute sind das. Du hörst einfach nur ein Rauschen. Und du hörst die CD, die sich, wie sie sich drin dreht und so weiter. Also es ist einfach nur scheiße. Und du hörst jeden Sound, der aus den Lautsprechern kommt, wenn sie keine Kopfhörer haben, das ist so geil, einfach nur. Du hörst, wie sich die CD, wie sich die CDs drehen und so ein Kack. Das willst du gar nicht hören, aber du bist gezwungen, es zu hören. Ja, die Folge geht wie immer 15 Minuten. Ja. Dann musst du dir ausnahmsweise mal recht geben. Wir hoffen, dass die Videos nicht total scheiße sind, die da rauskommen. Ich habe mir jetzt angeguckt, was rauskam, und das war nicht so das Geilste. Dafür kann ich aber nichts, weil das Spiel hat vorher nicht so ausgesehen, das kann ich euch garantieren. Wenn irgendwie Pixelfehler und so ein Kram drin sind, dann ist Camtasia verschissen, aber ich benutze da schon eine Voreinstellung, weil ich habe keine Ahnung, wie man das einstellt. Richtig, dass die Videos so rauskommen, wie ich sie haben will. Klein, aber gute Qualitäten, ohne Fehler möglichst. Da brauchen wir erstmal das Richtige für. Ja, jetzt habe ich ja schon bei das ganze Feld gedüngt, während du da noch voll dich hinackerst. Dann muss ich gleich anfangen zu sehen. Ja, mir fällt eigentlich auch nichts anderes ein, außer diese Arbeiten hier. Ich meine, es wäre mal schön, wenn wir mal BGA betreiben könnten. Ja. Ich bin ein Häcksler. Ja. Ich fahre 42, dabei kann ich normalerweise nur 40 fahren. Ich fahre sogar berghoch. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Der Häcksler ist natürlich sehr toll. Gibt's nicht auch den einen reinen Häcksler hier drin? Ja, den gibt's. Aber den musst du einen Schlepper ankoppeln. Aber vielleicht ist der. Ja, der ist günstiger, aber. Natürlich ist der günstiger, Alter. Der ist auch viel kleiner. Aber wir bräuchten noch irgendeinen Frontlader. Warum brauche ich einen Frontlader? Ja, ich weiß ja nicht, du musst ja das Zeug da reinkippen. Du musst das Zeug nicht in Häcksler kippen. Ich meine auch keinen Baumhäcksler, nein, ich meine. Du weißt schon, die Silage. Ach so, meinst du das? An deinem Traktor passt aber kein Frontlader dran, soweit ich weiß. Also in meinen Traktor meine ich, an den du gerade fährst. Ja, aber wir könnten schon. Wir könnten eigentlich schon mal was anbauen von Mais. Ja, was bringt's uns ohne den Häcksler und alles? Wir haben nicht genug Kohle für sowas. Kommt davon, wie viel dieser kleine Häcksler kostet. Dann guckst du dir doch an, wie viel er kostet, falls es den überhaupt noch gibt. Weißt du was? Ich guck selber. Was suche ich nochmal? Da, 38.000 kostet der. 2 Meter nee, Arbeitsbreite. Ist ja nicht so viel. Ja. Benötigte Leistung 150 PS. Okay, müssen wir gucken, ob unser Traktor das überhaupt packen. Der hat 143 PS. Und dann haben wir noch einen New Holland, was für einen noch immer. Okay, dann haben wir einen mit 300, dann haben wir 320 PS New Holland. Natürlich packt das Ding das locker. Ja, sicher. So viel Kohle habe ich nicht. Ich wäre eigentlich dafür, dass wir uns dieses Teil kaufen, dass wir mal ein bisschen Mais ansehen, wenn es geht. Und dann haben wir auch keinen Frontlader, ne? Traktor kriegst du keinen Frontlader dran. Es ist ja egal, Hauptsache wir können das mal was in Silo machen. Der hätte einen kleineren Deutsch kaufen müssen. Ja, aber es bringt uns kein Geld. Wir brauchen Geld sofort, bis wir nicht so zu Schulden los sind. Wir haben doch gar keine Schulden mehr. Marc, wir haben Schulden bei der Bank. Die werden zwar nicht angezeigt oben, aber wir haben Schulden bei der Bank. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht kann man das auch irgendwie mit
Nee, das kann man mit dem Anhänger reinkippen, nee, das geht nicht. Mittlerweile brauchst du auch einen Frontlader, definitiv, weil da kriegst du es, anders kriegst du es nicht in den Silo rein. Ich weiß nicht, wir müssen uns mal die BGA anschauen. Ja. Hast du ihn da nicht gesehen, die BGA? Ah, die Folge ist rum. So, jetzt wo ich hier vorne am Feld stehe, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.